Von Pudding in Hundekuchenform, über Gemüse als Nachtisch bis hin zu Eis, das aus dem Mund qualmt. Mittlerweile gibt es die ausgefallensten Süßigkeiten-Trends. Wir zeigen Ihnen heute diese und noch weitere Nachtischkreationen, die verrückter nicht sein könnten. Jetzt bei Galileo 360 Grad. Hallo und herzlich willkommen zum Galileo 360 Grad Ranking Spezial. Also, ausgefallen sehen diese Nachspeisen doch alle aus, oder? Aber ob die auch schmecken? Los geht's mit einem verrückten Donutladen in Texas, dem Hypnotic Donuts. Hier gibt es alles, was das Schleckermaulherz begehrt. Zumindest, wenn man auf süß-herzhafte Mischungen steht. Denn normal ist hier, was Donuts angeht, gar nichts. Platz 15 führt uns in den wohl angesagtesten Schuppen in Texas. Willkommen bei Hypnotic Donuts. Ich bin James und zeige euch meinen Laden. Den Donutshop gibt es seit 2010. Die Idee dazu hatte James aber schon länger. Ich habe schon immer gerne Donuts gegessen. Aber irgendwann habe ich festgestellt, dass die Donuts überall gleich geschmeckt haben. Ich wollte etwas ganz anderes machen. So fing alles an. James und seine Crew sind experimentierfreudig. Sie kombinieren süß und herzhaft. Das Erfolgsgeheimnis. Denn genau diese hypnotischen Donuts werden zu Bestsellern. Anfangs haben wir die Donuts aus dem Kofferraum rausverkauft. Über Facebook haben wir mitgeteilt, wo wir sind. Besonders drei Donutsorten haben es den Kunden von James angetan. Wir haben hier den Espresso Yourself. Das ist ein Schokoladendonut mit gesalzenem Karamell- und Kaffeeüberzug. Unseren berühmten Evil Elvis mit Erdnussbutter, Speck, Banane und Honig. Und für euch Deutsche, Bavarian the Barbarian mit einer Bayerisch-Creme. Und jetzt zeige ich euch, wie die gemacht werden. Hier, direkt hinter dem Shop, werden die Donuts in Handarbeit gefertigt. Der Teig wird ständig frisch gemacht und direkt frittiert. Kein Gebäckstück liegt länger als ein paar Minuten in der Auslage. Kein Wunder, James verkauft locker 1000 Donuts pro Tag. Gelernt hat James die Herstellung der Donuts übrigens von einem Asiaten, der rund 20 Meilen von Dallas entfernt einen kleinen Shop mit selbstgebackenen Donuts betreibt. Ich habe mich gefühlt wie das Donut Karate Kid. Ich kannte in Texas nur einen Laden, der frische Donuts macht. Ich habe gefragt, ob sie es mir zeigen. Der Unterricht fand mitten in der Nacht statt, weil morgens verkauft wurde. Der Startschuss für James' verrückte Kreationen. Sein Motto: Der Kunde ist König. Einer unserer Slogans ist: Wenn du hier bist, ist alles besser. Jeder, der hierher kommt, geht glücklich wieder raus. James probiert jede seiner abgefahrenen, süß-deftigen Kreationen mindestens einmal pro Woche, um die Qualität zu prüfen und eventuell nachzubessern. Allerdings immer nur einen Bissen, sonst könnte James seine Donuts, so lecker sie auch sind, vermutlich irgendwann nicht mehr sehen. Platz 14 führt uns in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Dubai. Hier soll Schokolade aus Kamelmilch entstehen. Wir sind auf der Farm von Kamelflüsterer Omar. Bei seinem täglichen Rundgang schaut er persönlich nach dem Wohlbefinden seiner 30 Stuten. Ich arbeite schon sehr lange mit Kamelen und verstehe ihre Sprache. Ich weiß, wenn sie hungrig sind, und gebe ihnen dann was zu essen. Wir verstehen uns voll und ganz. Zu Omars festen Zeitplan gehört auch das Melken der arabischen Kamele bei Sonnenuntergang. Kamelstute Shah Hidir wartet bereits auf ihren großen Auftritt. Sie gibt nur Milch, wenn sie ihr Kalb zuvor gesäugt hat. Während eine Milchkuh pro Tag bis zu 20 Liter Milch gibt, erhält Omar mit 10 Litern gerade mal die Hälfte. Kamelmilch gilt als sehr bekömmlich, denn der Fettgehalt ist mit 2% gerade mal halb so hoch.
Und er macht in Dubai aus Kamelmilch Schokolade. Der deutsche Schokolatier Martin van Almsick gewährt uns einen Einblick in seine Manufaktur. Bitte sehr. Was macht seine Schokolade so besonders? Wir gehen der Sache auf den Grund. Wie bist du denn dazu gekommen? Ja, ich habe mein ganzes Leben lang Schokolade gemacht. Da kamen wir vor 10 Jahren her, als hier die erste Kamelfarm aufmachte. Mit einer Top-Qualitätsmilch. Und aus der konnten wir natürlich dann auch ein Premium-Produkt herstellen. Hätte man vor 10 Jahren nicht geglaubt, dass man hier mal eine tolle Schokolade in Dubai machen kann. Aber wurden auch belächelt, aber die Zeiten sind auch vorbei. Martin setzt bei seiner Kamelmilchschokolade auf Bohnen aus Ostafrika. Der Schokolatier röstet sie bei 140 Grad, damit sich die Aromen entfalten. Nach dem Rösten werden die Bohnen gemahlen und noch einmal erhitzt, damit die Kakaobutter aus den Zellen austritt. Im Trockenkonchiergerät trifft die zähflüssige Masse dann auf die restlichen Zutaten. Das Team gibt Zucker hinzu. Viel Zucker. Zusammen mit Kamelmilchpulver wird die Masse verrührt. Je länger, desto besser der Schmelz der Schokolade. Nach 8 Stunden kann das Team die Masse in Form bringen. Ein Rüttler und Schablonen sorgen dafür, dass die Schokolade ihre Form bekommt. Danach geht's zum Abkühlen für 20 Minuten in die Schleuder. Gleichmäßig drehen sich die Kamele mehrfach um die eigene Achse und härten aus. Fertig ist das Schokokamel. Und was sagt der Erfinder? Also, so sieht ein gutes, perfektes Schokokamel aus. Ja? Schön shiny, keine Luftblasen, so kann man das lassen. Martins Großabnehmer sitzen in Saudi-Arabien, Australien, den USA und sogar in Deutschland. Eine logistische Meisterleistung, denn die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Ob die Kamelmilchschokolade aus Dubai in Deutschland wohl bald Kuhmilchschokolade ablöst? Mal abwarten. Kamelflüsterer Omar sorgt in jedem Fall schon mal für Nachschub. Platz 13 unserer Crazy Sweets führt uns nach Dänemark. Hier soll es sogenannte Flödeboller geben. Aber was ist das? Wir reisen in die Hauptstadt Kopenhagen. Flödeboller sind in Dänemark quasi Nationalgericht. Man findet sie an jeder Ecke und in unzähligen Varianten. Ihre deutschen Verwandten? Schaumküsse. Doch die dänische Ausgabe soll viel exquisiter sein und natürlich handgemacht. Was sie so besonders macht, zeigt uns er, Meister Flödeboller. Ich bin Rasmus. Was macht einen dänischen Flödeboller denn aus? Der klassische Flödeboller ist mit Vanilleeischnee gefüllt. Aber wir machen noch jede Menge andere Sorten, zum Beispiel Himbeere oder manchmal auch Kaffee oder Lakritz. Alles ist möglich. Und selbst für den Boden lassen sich die Dänen etwas ganz Besonderes einfallen. Die meisten machen einen Marzipanboden. Ich nicht, weil es schon jeder andere macht. Ich mache einen Mandel-Macaron-Boden. Der ist ähnlich wie der Marzipanboden, aber er ist ein bisschen crunchiger. Na dann los. Rasmus braucht Eiweiß, die vorgebackenen Mandelkekse, Vanille, Schokolade und Glukose. Die Aufgabe der Klebrigzehnmasse? Die macht den Eischnee fester. Das ist wichtig, wenn ich ihn in Schokolade tauche. Noch Zucker, Wasser sowie ein bisschen Vanille dazu und alles erhitzen. Flödeboller bedeutet übrigens Sahnebällchen, weil bis Ende des 19. Jahrhunderts Sahne anstelle von Eischnee verwendet wurde. Die Böden hat Rasmus vorgebacken. Sie bestehen aus Mandelmilch, Zucker und Eiweiß. Das kommt aufgeschlagen als Eischnee, als kleines Türmchen oben auf den Keks. Die perfekte Höhe ist so hoch, wie der Keks breit ist. Der Klassiker ist fertig. Weiter mit den Himbeerbollern. In der Schüssel hier habe ich halb getrocknete Himbeeren. Ganz frisch dürfen sie nicht sein, sonst sind sie zu wässrig. Und dann alles nochmal. Nur ist die Creme jetzt Himbeerrosa. Den Rest machen wir im Schnelldurchlauf. Schließlich fehlt noch das i-Tüpfelchen, die Schokolade.
Jetzt die Bonnern eintauchen. Sieht einfach aus, ist es aber nicht. Rasmus hat fast ein halbes Jahr gebraucht, bis das so geklappt hat. Zum Schluss noch ein bisschen Deko in Form von Himbeerstreuseln oder Kokosraspeln. Und fertig sind die dänischen Flödeboller. Der nächste verrückte Nachtisch führt uns nach Korea. Wir sind in Seoul mit Yun Sop Yon verabredet. Er soll einen neuen Desserttrend kreiert haben. Kommt rein, ich zeige euch, wie ich grünes Tiramisu mache. Grünes Tiramisu? Wie geht das denn? Auf den ersten Blick sehen die Zutaten wie bei einem klassischen Tiramisu aus. Mascarpone-Creme, Sahne, Eier und natürlich Löffelbiskuits. Und dann lüftet er das grüne Geheimnis. Die grüne Farbe kommt vom Matcha-Pulver. Das haben wir in Wasser gekocht und mischen es jetzt zusammen mit der leckeren Mascarpone-Creme. So schmeckt es am Ende am besten. Matcha-Pulver sieht aus wie pure Chemie, steckt aber voller Natur. Es besteht aus den geriebenen Teeblättern des Tencha-Tees. Ihm wird sogar eine heilende Wirkung bei Krebs nachgesagt. Der Tee kommt ursprünglich aus Japan. Da die Produktion sehr aufwendig ist, kostet er auch viel. Für eine 30-Gramm-Dose bezahlt man bei uns bis zu 50 Euro. Aber warum macht Yun Sop Yon damit Tiramisu? Weil grüner Tee gesund ist. Als ich vor 30 Jahren in Japan war, hat das Eis aus grünem Tee schon geboomt. Ich habe mir dann gedacht, dass ich daraus noch ganz andere Dinge herstellen kann. Tiramisu kannte ich schon aus Italien und habe es dann einfach mal zusammen ausprobiert. Ich bin mir sicher, dass wir heute einer der besten Tiramisu-Läden in Seoul sind. Als nächstes tränkt er die Löffelbiskuits in dem gelösten Matcha-Pulver. Anschließend kommt die grüne Mascarpone-Creme darauf. Anders als beim Tiramisu-Klassiker wird auf Kaffee oder Alkohol völlig verzichtet. Und Yun Sop kennt sogar die Übersetzung von Tiramisu. Tira heißt übersetzt zieh. Mi heißt mich und Su nach oben. Also zieh mich nach oben. Wenn man das Tiramisu isst, bekommt man mehr Freude. Aber die Koreaner sprechen das immer falsch aus. Sie sagen Tiramisu, aber es heißt ja eigentlich Tiramisu. Anstatt Kakaopulver, wie beim Klassiker, kommt jetzt noch Matcha-Pulver obendrauf. Fertig ist die giftgrüne Neuinterpretation des Tiramisus. Ein echt verrücktes Dessert, das es vielleicht schon bald auch bei uns in Deutschland gibt. Bei unserer nächsten Geschichte geht es um gebratenes Eis. Ja, richtig gehört. Dafür reisen wir nach Thailand auf den Asiatikmarkt. Der Stand für das gebratene Eis sieht ganz normal aus. Doch es sind schon einige Touristen da und machen Videos. Kein Wunder, denn die Zubereitung ist ungewöhnlich. Mit artistischem Geschick hackt der Koch auf die Eismasse ein und verstreicht sie auf einer eiskalten Platte. Das Hacken erfordert schon ein paar Tage Übung. Aber wenn man es kann, ist es weniger anstrengend, als es aussieht. Das Hacken ist nicht nur Show, es hat auch einen Sinn. Obst oder Schokolade werden so zerkleinert und mit der Eismasse vermischt. Die hohe Kunst, das Gemisch nicht zu schnell und nicht zu langsam auf der eisigen Platte gefrieren lassen und aufrollen. Das Prinzip funktioniert wie bei einer Pfanne, nur eben mit Kälte. Deshalb auch der Name gebratenes Eis. Damit es auch in tropischer Hitze gelingt, muss die Platte minus 30 Grad Celsius haben. Dieser Mann hat das gebratene Eis nach Thailand gebracht. Kartisa Premvimon. Als Franchisegeber hat er inzwischen fast 200 Shops in ganz Thailand eröffnet. Ich habe das zum ersten Mal in Korea gesehen. Aber hier in Thailand ist das Klima feuchter und wärmer. Wir haben lange rumprobiert, bis wir die ideale Temperatur gefunden haben. Ist sie zu kalt, wird die Masse zu steif. Ist sie zu warm, fällt alles in sich zusammen. Der Ruhm der süßen Eishackröllchen hat sich inzwischen herumgesprochen und lockt jeden Abend neue Kunden an. Ich habe das schon mal gesehen. Und wir sind extra deswegen hierher gefahren. Tolle Idee, das Eis schmeckt ganz frisch. Und so ist es bestimmt auch nur eine Frage der Zeit,
bis das gebratene Eis seinen Weg von Asien zu uns nach Europa findet. Platz 10 führt uns nach Mexiko, zu einer Frucht, die schokoladigen Puddinggenuss verspricht. Maria ist Expertin für Desserts mit der schwarzen Zapote. Aus dieser Frucht kann man auch keinen Schokopudding machen. Ups, haben wir die falsche Frucht? Oder wie funktioniert das jetzt mit dem Schokopudding vom Baum? Das hier sind reife Schokopuddingfrüchte. Und tatsächlich, nach ein paar Tagen sieht das Innere der Puddingfrucht schon besser aus. Schokoladig, braun und cremig. Für den Pudding braucht man zwei Zapote, Orangen, Limetten, Erdbeeren und feinen karibischen Rum. Ich werde jetzt den berühmten Schokoladenpudding für euch zubereiten. Vorsichtig hüllt die Spezialistin das zarte Fruchtfleisch aus der Schale. Die Masse hat jetzt schon eine schokoladige Konsistenz. Nun kommt der fruchtige Saft der Orangen und der von 4 Limetten dazu. Eine echte Vitamin-C-Bombe. Der Rum sorgt für die besondere Würze der Puddingmasse. Danach noch einmal kräftig durchrühren. Dann füllt Maria den Pudding in ein Glas. War's das etwa schon? Der Pudding ist fertig. Jetzt muss er nur noch für eine halbe Stunde ins Gefrierfach. Übrigens, laut Aufzeichnungen kam die Schokopuddingfrucht schon vor Jahrhunderten bei besonderen Zeremonien als Nachspeise auf den Tisch. Angeblich wurde sie zu den Feiern des Jahreswechsels bereits 3000 Jahre vor Christus serviert. Ursprünglich entdeckten die Ureinwohner, die in Zentralmexiko zur Erntezeit hart auf den Feldern arbeiteten, die Frucht für sich. Denn sie war leicht zu finden, diente den Menschen durch ihren hohen Kohlenhydratgehalt als perfekte Energiequelle und hielt sie durch ihr vieles Vitamin C gesund. Nach einer halben Stunde ist der Pudding servierbereit. Obendrauf noch ein wenig Garnitur. Nun wollen wir es aber wissen. Schmeckt der Zapote-Pudding tatsächlich wie unser altbekannter Schokopudding? Zuerst der normale Pudding. Sehr süß, schokoladig. Cremig, wie gewohnt. Und nun im direkten Vergleich die Schokopuddingfrucht. Schmeckt nach Schokolade, nicht so intensiv, fruchtig, gesund und gut. Eine verrückte Schokoladenalternative und deshalb ein verdienter Platz 10. Platz 9 führt uns nach Alaska, weit oben im Norden Amerikas. In der Mitte des Bundesstaates, knapp 600 Kilometer nördlich von Anchorage, liegt die Stadt Fairbanks. Hier wollen wir Eskimo-Eiscreme probieren. Dafür besuchen wir jemanden, der weiß, wie man das komplizierte Gericht zubereitet. Hi. Good morning. Guten Morgen. Ich habe gerade in traditioneller Inuit-Sprache guten Morgen und willkommen in meinem Haus gesagt. Adrienne ist eine Inuit oder Eskimo, wie sie sich selbst nennt. Tradition ist ihr sehr wichtig. Alaska ist für sie mehr als ihre Heimat. Es ist ihre Identität. Deshalb hat sie ihre Stammesschwestern heute zum traditionellen Dessert eingeladen. Akudak ist eine traditionelle Speise. Man nennt es auch Inuit oder Eskimo-Eiscreme. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Akudak zu machen. Heute bereiten wir es mit Kaunak zu, also dem Fett von einem großen Tier. Wir benutzen Rentierfett. Aber man kann auch Karibu oder Elch nehmen. Manche Stämme bei den Flüssen nutzen sogar Bärenfett. Außerdem in dem Gericht Fisch. Und daraus will Adrienne eine süße Eiscreme machen? Sie kann die kuriosen Zutaten nicht einfach im Supermarkt kaufen. An die Bestandteile gelangt sie wie ihre Vorfahren vor Tausenden von Jahren über die Natur und über Freunde. Nachdem Adrienne alle Zutaten besorgt hat, geht es los. Aber womit? Hier habe ich Rentierfett. Ein für uns ungewöhnlicher Start. Adrienne zerschneidet erstmal das gefrorene Fett. Danach muss das Fett 2 Stunden bei 100 Grad auf dem Herd kochen. Währenddessen kann Adrienne die nächsten Zutaten vorbereiten.
Denn es geht spannend weiter mit Fisch. Adrian entschuppt die Marine aus den Flüssen Alaskas. Dann kocht sie ihn für rund 10 Minuten. Sie quetscht als nächstes das Fett aus der Marine. Dadurch soll die Eiscreme später nicht nach Fisch schmecken. Jetzt vermischt Adrian geschmolzenes Fett mit eiskalter Milch. Dann bricht sie zum ersten Mal mit der Tradition ihrer Urahnen. Sie gibt Zucker in die Eiscreme. So hat sie es als kleines Mädchen von ihrer Großmutter gelernt. Ich bin so gut wie fertig. Kannst du bitte die Beeren holen und hier reinfüllen, während ich das Akkudak fertig rühre? Die gesammelten Beeren hat Adrian angefroren, damit sie nicht zermatschen. Jetzt werden sie untergerührt. Trotz Fisch und Fett, aber dank Zucker und Beeren sieht die Masse inzwischen echt lecker aus. Fertig. Gerade rechtzeitig, denn Adrians Freundinnen sind hungrig vorbeigekommen. Fisch, Rentierfett, Zucker und Beeren. Wie schmeckt ein echtes Inuit-Dessert? Das schmeckt gut. Es schmeckt überhaupt nicht, wie man es erwartet hätte. Also es schmeckt nicht wie Eis. Es ist sehr, sehr süß, sehr, sehr lecker. Man schmeckt kein Fisch. Es schmeckt ein bisschen wie Zuckerguss. Unfassbar. Ohne das Fischöl schmeckt man den Fisch nicht. Und es entsteht tatsächlich ein bekannter Geschmack. Eskimo-Eiscreme, unser Platz 9. Platz 8 der Crazy Sweets führt uns nach Bangkok. In einer Seitenstraße sind wir weit weg vom Touri-Trubel verabredet. Hier soll man Hundewelpen auf den Teller bekommen. Klingt verrückt, oder? Wir sind gespannt. Herzlich willkommen in Vilai Wans Kokospudding-Dessertgeschäft. Hier bibbern Hundewelpen und andere Kokoskreationen im Kühlschrank. Aber wie macht man so einen süßen Hundewelpen? Wir folgen Vilai Wan unauffällig in die Küche. Hier das Hundewelpenrezept zum Mitschreiben und Nachkochen. Für die Hundewelpen erhitzt Vilai Wan zunächst Wasser und Geliermittel. Üppig Zucker kommt auch dazu. Und dann die entscheidende Zutat: Kokosnussmilch. Mit Hilfe dieser Hundeformen bekommt die Kokospuddingmasse nun seine besondere Form. Vilai Wan hat sich für ihr Business mittlerweile einige dieser Schablonen zugelegt. Und die werden jetzt gefüllt mit noch warmer Kokospuddingmasse. Nur noch abkühlen lassen? Geschafft. Wir sind bei der Geburt eines Puddingwelpens dabei. Ein magischer Moment. Der Puddinghund ist perfekt geworden und ohne Problem rausgerutscht. Noch die Details draufmalen und fertig. So erweckt Vilai Wan täglich 100 Puddinghunde zum Leben. Ein Puddingvieh geht hier für rund 1 Euro über den Tisch. Knapp 30 Cent bleiben davon bei Vilai Wan hängen. Wie schmeckt so ein Kopf vom Hund denn eigentlich? Das finde ich jetzt nicht so Pudding, wie ich den so kenne. Ist viel härter und hat halt eine krasse Kokosnote. Ist aber ganz anders als Schokoladen- oder Vanillenpudding. Aber ist gar nicht so schlecht. Fakt ist, das Hündchen ist eine skurrile Nachtischidee aus Bangkok. Leicht nachzumachen ist er auch. Deshalb ein verdienter Platz 8 unserer Crazy Sweets. Platz 7 führt uns zu Szenekoch Karl Schulze-Lessel. Er stellt mit uns heute den Internettrend sprudelnde Früchte her. Klingt crazy, oder? Ob das funktioniert? Wir machen den Praxistest. Für alle, die das zu Hause nachmachen wollen, jetzt die Ohren gespitzt. Man nehme eine Styroporbox. Dazu natürlich jede Menge Obst, bevorzugt Erdbeeren, Trauben, Kiwis oder Orangen. Der Grund, je höher der Wassergehalt, desto spritziger ist am Ende das Ergebnis. Die dritte Zutat, Trockeneis, sprich Kohlendioxid in fester Form. Die gibt es nur bei unter minus 78,64 Grad. Daher gilt Safety First. Also im Umgang mit Trockeneis ist wirklich darauf zu achten, dass man es nicht auf die Haut kriegt, weil man sonst
Kälteverbrennungen bekommt. Das ist wirklich wie eine normale Verbrennung, nur eben durch diese extreme Kälte. Also hier am besten Handschuhe anziehen oder ansonsten eben auf den Löffel nehmen. In der Gastronomie kommt Trockeneis vor allem als Kühlmittel zum Einsatz. Um den Sprudel in das Obst zu kriegen, hält sich Karl genau an die Anweisungen aus dem Internetvideo. Also es ist wirklich wichtig, dass man das Trockeneis in ein Geschirrtuch einpackt, da das Obst sonst sofort einfrieren würde, wenn es in Kontakt mit dem Trockeneis kommt. In der Styroporbox kommen nun beide Komponenten zusammen. Trockeneis trifft auf Früchtemix. Mit Frischhaltefolie dichtet Karl die Box ab, damit das Trockeneis nicht entweicht. 12 Stunden muss die Box ruhen. In der Box geht das Trockeneis jetzt in den gasförmigen Zustand über. Dabei dehnt sich das CO2-Gas stark aus. Das Kohlendioxid kann nicht entweichen und nimmt den Weg in die Frucht. Das Ergebnis: sprudelnde Früchte. Die Zeit ist abgelaufen. Die Box hat sich aufgebläht. Ein gutes Zeichen? Wir schauen genauer hin. Vor allem bei der Kiwi und den Trauben ist ein Effekt zu erkennen. Es sprudelt unter der Schale, zumindest ein bisschen. Wir sind begeistert und wollen wissen, sind es andere auch? Haben die sprudelnden Früchte das Potenzial zum Dessert-Trend? Boah, das bitzelt ganz schön. Wahnsinn. Die schmeckt, als ob da Kohlensäure drin wäre. Stimmt das? Oh. Das prickelt ein bisschen. Ist die im Center-Shock gespritzt oder so? Geil, wo gibst du was? Könnte ich mir gut in irgendwelchen Getränken vorstellen. Busy Food. Very good. Da ist definitiv Trendpotenzial vorhanden. Und deshalb ein verdienter Platz 7 unserer Crazy Sweets. Auf Platz 6 sind diese Crazy Bonbons hier. Wie kommen die kleinen Figuren da rein? Um das Geheimnis zu lüften, reisen wir nach Oldenburg, in diese süße Manufaktur. Hier gibt es über 60 verschiedene Sorten. Für heute hat sich Bonbonmacher Franz was ganz Besonderes für uns ausgedacht. Eine Weltpremiere. Ein Bonbon haben wir noch nicht. Ich glaube, gibt's auch sonst noch nirgends. Machen einen Kaktusbonbon, sprich mit Kaktusgeschmack, und setzen noch eins drauf. In das Bonbon wird ein kleiner Kaktus als Motiv eingearbeitet. Der erste Schritt ist bei allen Bonbons gleich. Für die Ausgangsmasse setzt Franz Zucker und Wasser auf. Es geht gleich los, ne? Den heißen Flüssigzucker gießt Franz auf eine Granitplatte. Die entzieht der Zuckermasse Wärme und kühlt sie auf 90 Grad ab. Zeit für Kaktusaroma. Das rührt Franz gleichmäßig in die süße Flüssigkeit ein. So Kaktus riecht, habe ich einen neuen Lieblingsduft. Die zweite Zuckerplatte färbt Assistentin Michalina mit geschmacksneutraler Lebensmittelfarbe ein und rührt Zitronensäure für die fruchtige Note der Bonbons dazu. Um mit dem Zucker zu arbeiten, muss die gesamte Masse eine gleichmäßige Konsistenz und Temperatur haben. Das erreicht Franz durch Kneten. Um den Zucker weiß zu bekommen, zieht ihn Franz über diesen Haken. Dadurch kann das Licht nicht mehr ungebrochen durch und die Zuckermasse erscheint weiß. Damit der Zucker geschmeidig wie Knetgummi bleibt, kommt er im Anschluss auf eine ca. 90 Grad heiße Silikonwärmeplatte. Und? Was sagt der erste Geschmackstest? Schmeckt genial. Geschmack passt. Jetzt geht's ans Design. Aber jetzt wird's interessant, weil wie bekommen wir den Kaktus jetzt ins Bonbon? Der Trick? Die Bonbonmacher bauen das Motiv zunächst in eine riesige Zuckerstange ein. Die Legetechnik der sogenannten Rockbonbons stammt aus dem 17. Jahrhundert. Wir liegen exakt so, zack, zack. Ne? Damit die wasserfreie Zuckermasse überhaupt zusammenhält, benutzen die beiden Wasser als Klebstoff. Schicht für Schicht werden die Einzelteile zum dreidimensionalen Kaktus zusammengebaut. Na, können Sie zu Hause den Kaktus schon erkennen?
Die Bonbons bekommen jetzt noch eine weiße Zuckerhülle und für die Optik eine grün-orangene Ummantelung. Wie werden aus dieser Zuckerbombe jetzt kleine Motivbonbons? Ganz einfach, durchziehen. Dadurch wird aus der großen Masse eine kleine Zuckerstange. Ob da wirklich der Kaktus erscheint? Ist ja wohl genial, oder? Bereits der erste Kaktus ist geglückt. Aber Franz will ganz viele kleine Kakteen. Also heißt es ziehen, ziehen, ziehen. Stange für Stange wird die monströse Zuckerrolle immer kleiner. Alles reine Handarbeit unter strenger Beobachtung der Kunden. Sehr interessant aus. Also Zuckerwurst. Aber wie werden aus der Kaktusstange Bonbons? So, beim Hacken der Bonbons kommt es vor allem auf den richtigen Winkel an. Aus 10 Kilo Zucker gewinnen die beiden rund 5000 Bonbons. Aber kommt der neue Geschmack bei den Kunden überhaupt an? Der alles entscheidende Moment. Und es ist noch warm, ne? Mhm. Mhm. Zuckermasse, die hat jetzt noch gute 15. Sehr lecker. Lecker. Premiere geglückt. Die handgemachten Rockbonbons mit dem außergewöhnlichen Kaktusgeschmack kommen an. Die kleinen Motive sind eben mehr als nur Zucker mit Farbe. Platz 5 befasst sich mit diesen riesigen Glitzerkugeln, die wie Kristalle aussehen. Was steckt dahinter? Das Culinary Institute of America in New York. Hier sind die Kugeln das Meisterstück in der Abschlussprüfung für angehende Patissiers. Ihr Erfinder Peter Gröhling. Wie kommt man auf so eine Idee? Ich hatte mal vergessen, dass ich in einem Kürbis Zucker drin hatte. Und dann, nach 6 Monaten, habe ich ihn zerteilt und es waren Kristalle darin. Eine Schülerin meinte dann, vielleicht könnte man das ja auch mit Schokolade so machen. Das war die Geburt der Schoko-Kristallkugel. Bis zu 6 Monate dauert es, bis so eine Kugel fertig ist. Zunächst wird warme Schokolade in 2 Plastikformen gefüllt. Dann folgt der entscheidende Schritt. Die 2 Hälften werden mit Zucker bestreut. Danach müssen die Schokoschalen aushärten. Im Anschluss kommt das Bügeleisen zum Einsatz. Knapp 2 Zentimeter dick und rund 1,2 Kilogramm schwer ist die Schokokugel. 6 Monate muss sie jetzt reifen. Aber wie kommen die Kristalle jetzt in die Schokolade? Dafür muss zunächst Zucker in Wasser aufgelöst werden. Die Mischung des idealen Sirups ist gar nicht so einfach. Die Lebensmittelfarbe dient lediglich dem Look. Der Sirup ist fertig. Jetzt muss er nur noch ins Ei. Das geht am besten mit einer Bohrmaschine. Jetzt kann die Schülerin den Sirup einfüllen. Dafür braucht sie eine ruhige Hand. Die Öffnung wird mit einem erhitzten Messer und Schokolade wieder versiegelt. Diese beiden Schokokugeln wurden bereits vor 3 Wochen mit Sirup gefüllt. Der Zucker kann jetzt keine Kristalle mehr bilden. Deshalb wird ein neues Loch gebohrt. Dann wird der alte Sirup gegen neues Zuckerwasser ausgetauscht. Die Zuckerkristalle setzen sich am Schokoboden fest. Dann fließt der Sirup darüber. Auf diese Weise wachsen im Inneren der Schokokugel nach und nach Zuckerstalagmiten. Fast so wie in einer Tropfsteinhöhle. Aber der Zuckergehalt muss genau stimmen. Circa 69% Zucker muss in dem heißen Sirup vorhanden sein. Wie die Struktur der Kristalle am Ende aussieht, bleibt aber immer eine Überraschung. Jede Kugel ist auf jeden Fall ein echter Hingucker und deshalb ein verdienter Platz 5 unserer Crazy Sweets. Platz 4 führt uns nach Osaka zu einem Backgenie. Masako Kawakami kreiert abgefahrene Mini-Food-Gerichte. Guten Tag. Willkommen bei mir zu Hause. Kommt rein. Die Grundlage der Mini-Food-Gerichte ist ein Butterkeks. Dessen Teig lässt sich wegen seiner leichten und festen Konsistenz besonders gut verarbeiten. Ich freue mich immer wieder, wenn Menschen die Kekse bei mir bestellen.
Das ist oft kompliziert, macht aber viel Spaß. Deftige Gerichte dienen Masako als Vorlage für ihre süßen Mini-Plätzchen. Das sind meine Lieblingsstücke. Angefangen habe ich damit, weil ich diese Essensmagnete an Kühlschränken immer so süß fand und dachte, dass es doch toll wäre, wenn man die auch essen könnte. Die vielen bunten Farben mischt Masako aus Lebensmittelfarbe und Zuckerguss zusammen. So unterschiedlich die Kekse auch aussehen, schmecken tun sie meist gleich. Erdbeerkuchen und japanisches Essen sind ja schön und gut, aber wir lassen Masako jetzt eine deutsche Currywurst mit Pommes kreieren. Ich mache mich jetzt an die Currywurst. Hier kommen die Kartoffeln. Ich versuche, die Kekse in eine pommesartige Stäbchenform zu kriegen. Die richtige Farbmischung ist das Wichtigste beim Dekorieren. Wie viel verdient Masako eigentlich an ihrer Kekskreation? In einem Teilzeitjob verdient man etwa 8 Euro pro Stunde. An der Currywurst werde ich wohl zwischen 5 bis 6 Stunden sitzen. Daher würde ich diesen Keks für rund 50 Euro verkaufen. Ganz schön stolzer Preis. Nach dem Abkühlen werden die Kekse mit Zuckerguss aneinander geklebt. Masako kombiniert hier rund 30 Einzelteile. Dann noch Currypulverersatz. Fertig. Hier ist mein fertiger Currywurstkeks, wie auf dem Foto. Was haltet ihr davon? Sieht gut aus. Natürlich wollen wir wissen, ob das Currywurstplätzchen auch schmeckt. Es sieht sehr deftig aus, aber der Keks schmeckt super süß. Eine Tasse Tee oder Kaffee dazu wäre perfekt. Masako hat unsere Challenge also mit Bravour gemeistert. Vielleicht kann sie jetzt damit auch Fans in Deutschland begeistern. Platz 3 belegt dieses dampfende Dessert hier. Man nennt es Dragon's Breath, Drachenatem. Foodtruck-Betreiber Philipp will genau das auf seine Karte setzen. Aber ein Rezept gibt es dafür nicht. Also der Stoff, der im Video benutzt wird, kann eigentlich nur flüssiger Stickstoff sein. Den will Philipp jetzt in seine neue Nachtischkreation einbauen. Er hat eine Idee, wie er das dampfende Dessert herstellen könnte. Frisches Popcorn, ein Naturprodukt, trotzdem schnell und günstig herzustellen. Bekommt der Dragon's Breath damit hin? Mithilfe von Stickstoff will Philipp das Popcorn zum Dampfen bringen. Eigentlich ganz simpel. Innerhalb von 20 Sekunden ist das Popcorn im Stickstoffbad fertig. Die kleinen Popcornbälle sehen denen im Internetvideo sehr ähnlich. Obwohl sie vor Kälte dampfen, kann man sie anfassen. Probieren scheint daher ungefährlich. Top! Philips Dragon Breath funktioniert. Das haben wir. Der flüssige Stickstoff dringt in die Poren des Popcorns ein und verdampft bei Kontakt mit der Luft sofort. Wie kommt das Funfood an? Hello, hello! Wollt ihr ein bisschen Dragon's Breath Popcorn probieren? Na klar, einfach eiskalt zugreifen. Das scheint echt Spaß zu machen. Popcorn als Foodporn. Da machen die Facebook-Freunde sicher Augen. Aber schmeckt das Dragon's Breath Popcorn auch? Das ist ja der Hammer. Schon lecker. Geil. Ich finde, es ist eine sehr angenehme Erfrischung, das Popcorn. Es klebt nicht im Mund, wie man das sonst kennt. Also es ist nicht zu süß, schmeckt sehr angenehm. Die Sache ist klar, das Dragon's Breath muss eindeutig auf die Karte. Bei dem Potenzial, selten hat Popcorn für so viel Freude gesorgt. Es ist ein Snack mit Effekt. Das ist geil, ganz geil. Popcorn ist eigentlich ein ganz cooler Snack. Ich glaube, wir könnten süßes, salziges nehmen. Wir haben jetzt süßes Popcorn, vielleicht mischt man es auch mal. Hauptsache es dampft. Und in diesem Fall ist es völlig in Ordnung, mit seinem Essen zu spielen. Dragon's Breath, unser Platz 3.
Auch wenn es nicht danach aussieht, hier entstehen keine Salate, Vor- oder Hauptspeisen, das sind süße Nachtische aus Gemüse. Zucker, ziemlich wenig, Geschmack angeblich umwerfend. Ausgedacht hat sich diese ausgefallenen Nachtischrezepte der Sterne-Patissier Christian Hüms. Er will weg vom Gewöhnlichen. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, als jeden Tag genau dasselbe zu machen. Und das ist einfach das, was ich liebe. Das ist das, was ich, glaube ich, in den letzten Jahren perfektioniert habe. Und das ist meine absolute Leidenschaft. Dieses jeden Tag die Grenzen neu stecken. Seine heutige Nachtischkreation zeugt von seiner Liebe zum Außergewöhnlichen. In dieses essbare Basilikum-Baiser-Schälchen kommt leicht süße Tomaten- und Ingwercreme. Das Grüne ist kein Spinat, sondern Granité. Das heißt Wassereis, bestehend aus entsaftetem Basilikum, gemixt mit ein wenig Ginger Ale. Als Topping Klee. Dann noch süße Tomaten. Auf hellbraune Piniencreme kommen karamellisierte Pinienkerne. Das Ganze schwimmt in einem klaren Tomatenfond. Zum Schluss kommt noch Basilikumöl, Ingwermarinade und weiße Tomatensauce in die Glasschale. Fertig. Und wie schmeckt's? Ich finde es so toll, dass es da so viele Konsistenzen drin gibt. Dieses Crunchy, dann diese Flüssigkeit, Mousse, das ist total genial. Also das ist, und es schmeckt nach Süßspeise, nicht? Und es schmeckt nach Süßspeise und es ist ja eigentlich nichts Süßes. Um die 20 Euro kostet eines der Desserts im Sterne-Restaurant. Und Hüms hat noch einen Tipp, wie man es am besten genießt. Das Wichtigste ist einfach immer so viel wie möglich quasi auf, nicht so viel wie möglich auf dem Löffel zu haben, aber sage ich mal, relativ viel miteinander zu kombinieren, weil das ist letztendlich das Bild, was ich in den Gaumen malen möchte. Unser Team ist sich einig, das ist wirklich ein völlig neues Geschmackserlebnis. Und das nächste Mal probieren wir gerne weitere von Hüms ausgefallenen Gemüsedesserts. Platz 1 führt uns auf die größte Cake-Show Amerikas. Hier entstehen gigantische Showtorten. Kuchenkünstlerin Liz Marek will hier heute mit ihrer Torte den ersten Platz belegen. Ich habe einen gigantischen Showkuchen mitgebracht und hoffentlich ist er noch ganz. Ich hoffe es. Liz kommt aus dem Bundesstaat Oregon und musste ihren Kuchen tatsächlich im Flugzeug nach Texas transportieren. 3 Wochen hat Liz Tag und Nacht an ihrem Kunstwerk namens Mutter Natur gearbeitet. Sie hat Kuchen modelliert, sodass sie aussehen wie ein Fels und eine darauf kniende Frau. Aus Zuckerpaste und Modellierschokolade hat Liz den Kopf und die vielen Blüten geformt. Durch den Transport sind einige Risse entstanden. Diese kann Liz aber zum Glück mit Ranken aus grün eingefärbtem Fondant flicken. Normalerweise benutze ich Modellierschokolade, aber es ist so heiß in Texas, deshalb nehme ich Fondant. Isomalt, ein Zucker-Alkohol-Gemisch, kann Liz in jedem erdenklichen Ton einfärben und modellieren. In gehärteter Form nimmt das Gemisch eine Kristallgestalt an, die wahnsinnig realistisch aussieht. I love her. Aus blau gefärbtem Isomalt wird ein See unterhalb der Kuchenstatue. Ein weiteres Highlight, Mutter Natur soll eine Sonne in der Hand halten. Auch diese macht Liz mit Hilfe von Isomalt. Damit es noch besser aussieht, platziert sie in der Zuckerkugel ein LED-Lämpchen. Und es wird noch besser. Ein Wasserfall, der aus dem Bauch der Mutter Natur in den See fließt. Jetzt kann die Show beginnen. Bei der Cake-Show That Takes a Cake im texanischen Austin treffen sich die talentiertesten Kuchenkünstler der ganzen Welt. Alle Kuchen hier könnte man tatsächlich essen, aber bei dem Wettbewerb geht es nur um Optik, nicht um Geschmack. Die Jury nimmt Liz' Torte genau unter die Lupe. Wie ist das Urteil? And of course also new.
Ich mag, dass hier Zuckerkristalle benutzt werden. Das ist dieses Jahr voll im Trend, auch für Hochzeiten. Schön, dass etwas, das im Moment so in ist, sich hier in einem der Showstücke wiederfinden lässt. Ich mag das. Das ist sehr spannend. Jetzt wird es ernst. In der Kategorie Showcake wird der Sieger verkündet. Und der erste Platz bei den Showkuchen geht an Elizabeth Merrick. Liz hat es tatsächlich geschafft. Sie ist die beste Kuchenkünstlerin der Welt. Und auch bei uns belegt sie den ersten Platz mit ihrer ausgefallenen Kuchenkreation.